Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham City Lockdown. Wir legen wieder los. Ich bin Marv, wir sind jetzt im Industriegebiet und kämpfen uns da gleich mal durch. Wieder gegen Gegner vom Joker, Beine auf dem Bedrohungslevel 12. Sollte kein Problem für uns sein. In der letzten Folge haben wir uns ja gut aufgerüstet. Können jetzt viel Schaden machen. Haben vor allem viele Gesundheitspunkte. Die normalen Gegner sind nicht mehr so wirklich das Problem. Was das wirkliche Problem ist, sind die Gegner, die Bossgegner. Ich habe euren Chef schon besiegt, Leute. Ihr könnt eigentlich aufhören, gegen mich zu kämpfen. Ja, den Fuß hast du nicht kommen sehen. Oh, zack! Und gute Nacht. Ja, mit nur einem Arm kämpft es sich so schlecht. Au. Das gibt's doch nicht, extra geblockt hier. Ich glaube, die haben nur ein Soundfile für die Gegner. What are you gonna do, Bat? Was wirst du schon machen? Mir eins auf die Nase geben? Ja, nicht nur eins. Noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, der war gut. Richtig fies. Untenrum. Sieht aus wie eine Geisha, der Typ, und nicht wie einer von Jokers Bande. Oh, na. Voll reingestrafed in seinen blöden Schuss hier. Gibt's das? Ach, wir haben es auch schon geschafft. So, schauen wir gleich die nächste Mission an. Wieder ein paar Clowns hier erledigen. Oh. Warum denn das traurige Gesicht? Nur weil Joker im Knast ist? Au. Also, dass das nicht immer klappt mit dem Blocken, das nervt ganz schön. Es gibt gut Erfahrungspunkte hier. 320 pro Gegner ist nicht schlecht. So, wir machen hier schöner Wohnen mit Batman. Gesichtsumgestaltung inklusive. Oh. Also gerade wenn man das pariert, das ist immer ganz gut. Wenn man das denn hinbekommen sollte. Was ja nicht immer der Fall ist. Bin mal gespannt, wer der nächste Gegner ist. Bane vielleicht? Aber dann müsste es ja irgendwelche Venom-Schläger sein, also die mit diesem Bane-Gift-Serum versetzt sind. Joker hatten wir ja schon, Two-Face hatten wir auch schon. Deathstroke hatten wir auch schon. Solomon Grundy hatten wir auch schon. Das ist schon eine ganze Menge eigentlich. Ihr seht schon, ich rase da jetzt quasi so durch diese Levels. Wie das mit dem Konterangriff geht, weiß ich gar nicht. Ach, das ist doch, das ist das, wenn dann auf diesen Punkt drücken, glaube ich, wenn der kommt. Dann geht das schon. Was haben wir jetzt hier? Harley! Harley Quinn! Gegen die habe ich ja noch gar nicht gekämpft. Batbrain should be here any moment. So keep an eye on her. She's our ticket for getting Mr. J
Ja, Batman ist angepisst. Es werden ja immer mehr. Besiege Harley und ihre Schläger, bevor sie die Reporterin töten. Hoffen wir, dass wir es hinbekommen. 2 Minuten Zeit, na super. Nein. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Oh. Oh. Der hat gesessen. Aber der hat nicht mitgezählt. Das ist ein Konterangriff. Hoffentlich kriege ich für Harley noch einen eigenen Counter. Oh. Whoop. Nein, daneben. Shit. Ganz schön spannend jetzt hier. Nicht getroffen. Oh, der hat gesessen. Oh, komm schon. Nein. Jetzt muss ich alles von vorne machen, weil ich die nicht erwischt habe, die Alte? Really? Oh. Ich könnte schon wieder kotzen, ey. Was ist das für ein Kackspiel? Wir kriegen das hin diesmal, Leute. Ich habe das Gefühl. Den Batarang, den habe ich jetzt voll unter Kontrolle. Oh, 20 Zentimeter daneben. Ah, genau getroffen. Du Scheiße, was bist du denn für einer? Holy fuck. Was macht denn der für einen Schaden? Harley ist ganz persönlicher Schläger hier, ey. Warum schwer? Nee, warum einfach, wenn es auch schwer geht? Und ich mache vorhin noch einen Witz über einen Clown, dass er den zweiten Arm gar nicht braucht. Den haben wir jetzt hier, den Kollegen. Immer schön ausweichen. Oh nein.
So. Nein! Nein, 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 weich aus! So, komm, 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 komm! Yes, Baby! Ah, verrückt vor Liebe! Was für ein Koloss! Nicht schlecht, nicht schlecht. Harley haben wir auch gefasst. So, wir können unseren Anzug wieder ein bisschen upgraden. Wir werden jetzt vielleicht mal ein bisschen hier die Angriffsgeschwindigkeit hochsetzen. Ich glaube, das machen wir gleich mal. Zack. Angriffsgeschwindigkeit. Ist das auch Angriffsgeschwindigkeit? Ausweich- und Abwehrgeschwindigkeit. Ach so. Das ist auch nicht schlecht. Aber lieber noch ein bisschen mehr in Angriff stecken und jetzt hier noch den. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall gut gerüstet für die nächste Folge. Aber das war's auch schon wieder. Die Folge ist vorbei. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.